Herzlich willkommen zu meinem Tutorial, wie man die Agents erstellt von dem ZPF Tutorial mit der Maus und dem Käse. So, als erstes brauchen wir mal eine bisschen größere Welt oder besser gesagt eine quadratische Welt. Dafür gehen wir auf Add World, dann geben wir hier den Weltnamen ein. Ich nehme den jetzt einfach mal Maus und dann hier könnt ihr die 15 auf 15 eingeben. Dann einfach auf OK drücken und dann habt ihr hier schon die passende Map, die wir für dieses Projekt brauchen oder ja, die ich vorgeschlagen habe. Und als nächstes müssen wir hier einige Agents hinzufügen. Wir fangen mal mit dem Agent der Wand an. Dafür gehen wir einfach auf Cubes, dann nehmen wir hier gleich diesen Brick Block. Dann brauchen wir einen weiteren Agent, indem wir hier auf das Plus Agent klicken. Geben wir hier wieder den Namen ein, nehmen wir hier noch die Maus. Gehen wir hier bei den Tieren, schauen wir, ob es eine Maus gibt. Ja, hier Maus. Nehmen wir einfach die, Save. Dann brauchen wir noch einen Agent, der Boden ist. Also nennen wir ihn Boden. Gehen auf das Teil, nehmen hier nicht das gleiche wie zuvor, weil sonst ist es ein bisschen unübersichtlich. Wir können hier irgendeinen anderen Brick nehmen. Dann nehmen wir noch den hier. Und dann brauchen wir noch den letzten Agent, das ist der Käse. Leider gibt es bei Food keinen Käse. Deshalb könnt ihr einfach irgendwas nehmen. Na, müssen wir natürlich noch Käse eingeben. Aufpassen, ihr könnt kein Ä machen bei Agent Cubes, deshalb müsst ihr Käse eingeben. Dann hier Doppelklick auf dieses, also nochmal, damit ihr seht, Doppelklick auf das Bild vom Käse. Dann könnt ihr mehr Tools machen und das hier clearen. Dann habt ihr hier nichts mehr. Und dann könnt ihr einfach mit Gelb, könnt ihr ganz kurz und einfach einen eigenen Käse machen. Ich mache das jetzt nicht so schön. Ihr könnt euch da mehr Mühe geben, wenn ihr das möchtet. Aber für das Tutorial mache ich jetzt einfach schnell einen Käse. Schaut, dass es hier überall zu ist, damit ihr hier auch mit dem Farbeimer die ganze Fläche ausfüllen könnt. Und dann machen wir noch ganz kurz einige Löcher in den Käse. So, hier ist ein Loch, hier jetzt noch ein Loch. So. So, das ist jetzt unser Käse. Ihr könnt natürlich auch, das will ich auch noch kurz zeigen, ihr könnt hier den Käse aufblasen. Warte mal ganz kurz. Ihr könnt hier den Käse aufblasen, zack, dann wird es so ein bisschen mehr 3D. Und danach könnt ihr hier das Ceiling müsst ihr nicht runtersetzen, aber hier das Noise könnt ihr erhöhen, dann wird der bisschen, ja, wird ein bisschen spitzer und so. So, hier könnt ihr rumexperimentieren, wie ihr wollt. Dann müssen wir das Labyrinth machen, dafür nehmen wir den Boden, wählen dieses Tool hier aus und können so den gesamten Boden markieren. Und zack, haben wir einen Boden gemacht, anstatt jedes Feld einzeln anzuklicken. Danach nehmen wir das mit der Wand, wir machen einfach erstmal überall zu auf der Seite. Einfach, damit es schöner aussieht am Ende. So. All die Blöcke, die jetzt nicht da sein sollten, schnell löschen. Der und der auch noch. Wird den hier weggemacht, perfekt. So, dann macht ihr hier einfach irgendein Labyrinth, wie ihr gerade lustig seid. So, machen wir mal so, dann machen wir das mal so. Zack, hier kann man durch, dann hier, so, zack. Das Labyrinth ist letzten Endes nicht so wichtig. Das Wichtige ist nachher das Programmieren. Deshalb mache ich das jetzt hier schnell. Machen wir das noch hin. So. Also, das ist jetzt unser Labyrinth für das Tutorial. Und dann platziert ihr hier einfach noch die Maus in die eine Ecke und den Käse in die andere Ecke. Perfekt. Gut, das wäre es auch schon mit dem ersten Tutorial, was ihr bei der ersten Folie machen müsst. Und ja, dann sehen wir uns bei der nächsten Aufgabe.